Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Ark Survival Ascended auf der Map The Island. Seid mir gegrüßt, schön, dass du wieder mit dabei bist, freut mich gar sehr. Und Leute, heute machen wir mal ein paar Vorbereitungen. Und was für Vorbereitungen das sein werden, das erfahrt ihr jetzt. Noctendo, der allerechte Digitale, wird mich jetzt gleich einen Ausflug machen. Und zwar, wir gehen nämlich in die alte Base und werden uns dort mal ein paar Tiere holen. Und zwar die Tiere, die wir nämlich dann brauchen werden für unseren Bossfight. Und zwar habe ich dann noch einige Tiere auf Lager, die leider noch nicht fertig vorbereitet sind. Und das wollen wir nicht jetzt in der Folge ändern, weil wir bereiten den ersten Bossfight vor, und zwar gegen die Brutmutter. Ja, das heißt heute noch keine Brutmutter, aber die Vorbereitungen dafür, so wie ich das dann haben möchte, damit alles perfekt läuft. Weil Leute, ich habe mir das jetzt wirklich lang genug vor mir hergeschoben. Ja, jetzt wird es wirklich langsam mal Zeit, dass wir mal so ein bisschen wieder Action reinbringen. Ja, wir hatten jetzt viel gebaut, wir haben viel gemacht, wir haben viel getan für die Base Location, aber irgendwann sollte mal auch wieder eine Pause drin sein. Ne? Deswegen, wie gesagt, wir gehen jetzt mal her. Wir gucken, was hier sich noch so alles befindet. Weil wie gesagt, ich habe hier absolut kein Überblick mehr. Es muss alles mal ein bisschen sortiert werden. Hier, guck zum Beispiel, da sind auch noch Megatherien. Ja, ich werde es jetzt mal folgendermaßen machen. Ich nehme mal alle Baby-Megatherien jetzt mit. Ja, ich habe auch schon ausgewachsen. Ne? Das ist nicht das Problem. Aber ich glaube, da waren noch nicht genügend da gewesen. Ja, es waren, glaube ich, noch nicht genügend. So, okay. Hier habe ich auch noch haufenweise andere Tiere drin, Leute. Da muss ich mal wirklich aussortieren langsam. So, ich guck mal hier hinten. Stand hier noch eine Soul rum? Nein, hier hinten war keine Soul mehr. Okay, sehr schön. Das heißt, wir gehen nämlich jetzt erstmal zurück. Ah, wartet mal, ich kann mal gucken. Ich glaube, ich hatte noch einen Blueprint gehabt für einen Megatherium-Sattel. Warte mal. Megatherium-Sattel, da ist er. Ja, hatte ich noch einen Blueprint. Wird auch mitgenommen, Leute. Der wird mitgenommen. Der wird mich dann gebraucht. Mhm. So, das bedeutet, wir flitzen jetzt ganz schnell zurück. So, einmal hier in die Base. Docks Baustelle heißt die immer noch. Ja, Docks Baustelle. Ist nämlich noch nicht fertig. Ist nämlich noch nicht fertig, Leute. Da wird noch ein bisschen was passieren. Ja, es kann dann nämlich auch möglich sein, dass wir ab und zu für so kleine Sonderprojekte hier zurückkommen, wenn wir schon auf anderen Maps unterwegs sind. Ja, das wäre aber nicht das Problem. So, jetzt gucke ich mal, weil ich habe nämlich hier ein Terminal, das ist das Boss-Terminal, wo ich schon ein Tierchen drin habe. Und zwar habe ich hier Megatherium und Rexe. So, und ihr seht schon, das hier sind noch nicht genug Megatherien. So, Rexe habe ich auch schon einiges, sind aber auch noch nicht genug. Ja, da müssen da auch noch ein paar Rexe her. So, aber jetzt gucken wir erstmal hier. Ich habe jetzt hier insgesamt 10 Megatherien drin. Das bedeutet, ich muss erstmal da das eine Tier noch rausschmeißen. Das habe ich von der letzten Folge, habe ich das noch hier drin. So, und zwar, das war hier der Office. Der Office, und da ist noch ein Office. Ne? So, und dann habe ich hier immer noch Zeug drin. Ach, Jesus, nee, was ich alles hier drin habe, ey. So, das heißt, wir müssen noch 10 Megatherien rausholen zum Aufwachsen, Leute. So, das bedeutet, die kommen natürlich alle jetzt hier in der Nähe hin, wo auch die Nanny ist. Ja. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, Leute, das hier sind diese jetzt. So, ich mache jetzt hier mal einen neuen Ordner. Ja, der heißt jetzt mal ganz simpel Ersatz. falls was schief geht, ja. Falls was schief geht. So, und da tue ich jetzt die restlichen Megatherien rein. Ja, und die Megatherien, die jetzt draußen stehen, das sind meine Megatherien, die ich jetzt verwenden werde, um dann die Bossfights zu machen. Ja, das heißt, 10 fertige habe ich in der Soul drinne. 10 sind jetzt hier am Aufwachsen. Ja, das wird ein bisschen dauern, Leute. Das wird ein bisschen dauern. Aber egal. In der Zeit kann ich nämlich schon mal gucken, dass ich nämlich schon mal hier die Sachen bereitstelle, die ich nämlich dann brauche für den Sattel, Leute. So, was braucht der denn? Der braucht verdammt viel Zeug. Ja, leck mich am Arsch. Entschuldigung. So viel Zeug habe ich gar nicht. So viel Zeug habe ich doch gar nicht. Okay, warte mal. Ich guck mal bei den Metallbaren. Was haben wir denn da bei den Metallbaren? 35.000. Okay, okay. Also Leute, müssen wir noch eine ganze Menge arbeiten jetzt. Eine ganze Menge. Ach, holy shit, ey. Holy shit. Okay, hier habe ich auch noch ein paar Metallbaren drin. So, warte mal, die kann ich auch mal schnell hier rausschmeißen. Die werden mich dann auch aufgesammelt. Eieieiei, Leute, das wird auf jeden Fall eine ordentliche Aktion, werde du. Okay, Terizino, erstmal mit dir schnell Fasern sammeln, ne? Wir gehen jetzt ganz schnell Fasern sammeln, pass auf, hier.
Leute, das wird heavy. Das wird echt heavy. Okay, ich mache mal eine kleine Runde mit dem Terizino. So, und dann hole ich euch gleich wieder dazu, damit ihr sehen könnt, wie viel ich mit dem gefarmt habe. Weil ich gehe einfach mal kurz mit dem hier über die Insel, Leute. So, ich habe gerade meine Runde beendet. Jetzt werden wir gleich mal gucken, wie viel sich im Terizino befindet. Da sollte jetzt eigentlich einiges drin sein. Ja, ich habe jetzt ordentlich Rasen gemäht. Schauen wir mal. Yo, Leute, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier noch Tierchen drin. Oh, denen darf nichts passieren. So, schmeißen wir erstmal hier alles raus. Guck mal, da ist richtig ordentlich was drin. Also das kann sich definitiv sehen lassen, Leute. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also hier zum Beispiel Fasern und so ist ordentlich was drin. So, war auch gerade ein bisschen Holz und ein bisschen Stroh dazwischen. Aber ich glaube, mit Fasern müssen wir uns jetzt schon mal keine Sorgen mehr machen. Was allerdings jetzt als nächstes kommt, und das ist wichtig, ist, ich brauche mal eine Kettensäge. Tatsächlich, weil es geht nämlich jetzt um das Thema Leder. Weil ich habe viel zu wenig Leder, ja. Und da muss ich jetzt auf jeden Fall mal gucken. Warte mal, Kettensäge. So, da muss ich mich jetzt auf jeden Fall mal eine herstellen. Was fehlt uns? Ich sollte es vielleicht auch einschalten. Also, wie gesagt, wir brauchen nämlich jetzt die Kettensäge. Wir machen nämlich jetzt Folgendes. Wir werden nämlich jetzt auf die Jagd gehen und im Ziel sind zum Beispiel die Prontos, ja, und auch die Diplodokus. Weil, ganz einfach aus dem Grund, wenn ich die nämlich mit einer Kettensäge abbaue, kriege ich verdammt viel Leder draus, ja. So, und das brauchen wir nämlich jetzt auf jeden Fall, weil ansonsten kommen wir hier auf keinen grünen Zweig, Leute. Sonst wird das hier nämlich überhaupt gar nicht, ne. So, pass mal auf. Jetzt gehe ich hierher. Ne, das nehme ich nicht mit. Warte mal. Ich würde tatsächlich es wagen, mal ein bisschen Leder zu verschwenden. Nee, brauche ich gar nicht. Hier ist genug drinne. Hier ist genug drinne. Okay. Warte mal, ich mache mal Folgendes. Ich mache mal hier, ich mache mal diesen. So, Stapel halbieren. Mach das hier wieder rüber. So, und dann kann das hier in Ruhe weiterlaufen. Perfekt. So, habe ich meine Kettensäge? Ich habe meine Kettensäge. Die mache ich jetzt mal da unten drauf. Jawohl, ich habe noch Gemüsekuchen einstecken. Den sollte ich vielleicht mal wieder in den Kühlschrank tun, damit der safe ist. So, das darüber, dankeschön. So, weil wir wollen ja nicht, dass das schlecht wird, ne? Und dann mache ich mich nämlich mit Vögelchen los, ja? Und dann werden wir nämlich jetzt schauen, dass wir nämlich ein paar Prontos platt machen. Jetzt müssen wir nur einmal gucken, wo welche sind. Erstmal schauen, ob vielleicht hier schon einer in der Nähe rummacht. Ich weiß es nämlich nicht, Ja, auf jeden Fall lohnt es sich bei Prontos auf jeden Fall. Da ist ein Spino, der interessiert mich aber nicht. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, was wir so Schönes finden. Da sind welche, jawohl. Jawohl, und dort ist ein Rex. Den machen wir auch platt. So, komm her. Ich muss auch aufpassen, dass der Vogel ihn jetzt nicht frisst. Ja, weil der Vogel, wenn der Vogel ihn fressen würde, würde keinen Sinn machen. So, pass mal auf jetzt, hier. Yeah. Sehr schön, komm her. Geil, 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 geil. Und der Zähler steigt und steigt. Yeah. So, so holt man sich auf jeden Fall das Leder. So, und da schmeiße ich mich jetzt alles rüber in den Vogel. Dankeschön. So, pass mal auf, jetzt ist der nächste dran. Komm her. Und flop, du bist tot, du bist tot, du bist tot. So, hat die anderen gejuckt? Es hat die anderen nicht gejuckt. Okay, alles klärchen. So, pass auf. Hier. Das gibt Leder. Leder. Oh, yes. Leute, ich mache das jetzt hier mal ein paar Mal. Ja, ich werde das jetzt ein paar Mal machen. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Leute, ich habe gerade einen Plan. Ja, und zwar, ich habe das jetzt eben gerade noch ein paar Mal gemacht. Das heißt, im Vogel ist da schon einiges drin. Guckt mal hier unten. Ich habe da jetzt schon einiges rausgeholt. Das sind auf jeden Fall schon mal über 3000 Leder, die ich habe. Ja, so, und jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe einfach mal auf die Pflanzenfresserinsel und werde dort einfach mal alles platt machen, abbauen. Und dann sollten wir nämlich genügend Zeug haben. Ne? Das sollte auf jeden Fall ein ordentlicher Spaß jetzt werden. Weil da machen natürlich auch Prontos rum, da machen Stegos rum, da macht alles Mögliche rum, Leute. Ne? Und da müssten wir hier auf jeden Fall genügend Tierchen haben. Guck, da ist schon ein Pronto, da ist ein Pronto. Ne, 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 ne. So, dich mache ich auf jeden Fall schon mal platt. So, komm mal her. So, du bist schon mal hin. So, die beiden Trizis machen wir natürlich auch platt. Hier, komm her. Ja, ja, ist in Ordnung, komm her. Mach dich fertig. Mach dich alle. Ah, 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 das machst du nicht. Das machst du nicht. Kollege, das machst du nicht. Pass auf hier. So, komm her. Oh.
Jetzt habe ich den einen gefuttert. Das war nicht der Plan, aber egal. So, Leute, dann kann ich mich jetzt hierher gehen und kann mir wieder ordentlich Leder holen. Also viele Prontos haben wir jetzt hier leider nicht gehabt. Ja, ich mache das jetzt erstmal so. Ich gehe jetzt erstmal zurück kurz in die Base. Ich schaue schon mal, wie dann jetzt die Bestände aussehen, weil ich wäre da schon neugierig zu sehen, wie viel eigentlich noch überhaupt in der Kiste drin war. Ich bin mich gerade gar nicht so sicher, wie viel da überhaupt noch drin war. So, das bedeutet, ich gehe mal hierher. So, pass auf. Und dann schauen wir mal. Da schauen wir mal. Ich gucke erstmal, wie viel drin ist, bevor ich das andere reinräume. So, Leder. Leder. Wie viel Leder haben wir? 11.013. Wie viel brauche ich denn für einen Sattel? Das ist jetzt nämlich dann interessant zu wissen. Für einen Sattel möchte er haben 19.305. Jo, Leute, muss ich aber ordentlich sammeln, du. Da muss ich aber ordentlich sammeln. Ja, lecko mio. Ich krieg da ja noch nicht mal einen hin. Heieieiei. Okay, das bedeutet für mich Farmen ohne Ende, Leute. Farmen, 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 Farmen. Oh, holy shit, ey. Das wird ein Spaß jetzt, Leute. Das wird ein Spaß werden. Okay, okay. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? So, erstmal hier alles raus. Sehr schön. Das hier auch raus, das hier raus. So, damit ich erstmal hier den ganzen Klumpatsch weg habe. Darum muss ich mich dann erstmal kümmern. Was ist das hier? Utyrannus-Sattel. Überragend. Sehr schön. Okay, ist natürlich jetzt eine vertwickte Situation, ne? Guck mal, jetzt habe ich hier 17.389. Es reicht noch nicht mal für einen Sattel, Leute. Es reicht noch nicht mal für einen Sattel. Holy shit, ey. Oh, ich könnte heulen, Leute. Ich könnte echt heulen. Aber egal. Egal. Okay, Leute, ich mache mal eine XXL-Farmrunde. Ja, weil glaubt mir, das ist auf jeden Fall nicht interessant. Das ist nicht interessant. Ich gehe mal her. Ich sammle mal gerade ein bisschen. Leute, das ist ein richtiger Krampf. Jetzt wirklich viele, viele, viele Momente später. Viele Momente später. Hey, Leute, das ist Wahnsinn, was ich für eine Aufnahme treibe. So, erstmal die Megaterien sind ausgewachsen. Ja, und jetzt gucken wir uns mal das Lager an. Ich habe mich ein bisschen vorproduziert. Ja, ich habe mir jetzt extra Zeit dafür gelassen. Wir haben jetzt hier 800. 9000 Leder. Ich habe auch noch ein bisschen Metall hier nachgelegt. Das haben wir auch, Leute. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall hier keine Sorgen mehr haben. Keine Sorgen. Das bedeutet, ich kann mich jetzt umskillen auf handwerkliches Geschick. Und dann kann ich nämlich hier die wunderbaren Sättel machen. Mhm. So, und das werden wir nämlich jetzt auch tun. Das heißt, ich brauche zweimal das Elixier des Vergessens. Ja, das heißt, ich muss das hier wieder vorbereiten. So, warte mal. Das waren Konsumgüter, hergestellte Nahrung. Das heißt, ich brauche zweimal das hier. Und er will aber gegrilltes Filet. Er möchte gegrilltes Filet haben. Okay, Fleisch, das hier, das hier. Machen wir einfach mal 100 Stück, würde ich sagen. Ja, wie viele will er denn genau haben davon? Warte mal, das war Konsumgüter, hergestellte Nahrung. Dann möchte er dafür haben gegrilltes Filet. 24 Stück, also reicht das auf jeden Fall aus. Es reicht auf jeden Fall aus. So, das bedeutet, wir warten einfach mal, bis so 50 fertig sind, ne? Und ich bereite erstmal die Zutaten vor, Leute. Ich bereite erstmal die Zutaten vor. So, Leute, jetzt habe ich zweimal das Elixier des Vergessens. Ich habe einmal das Fossal Chili. Und jetzt sollten wir normalerweise keine Probleme haben, das hier herzustellen. Es ist zwar jetzt ein bisschen dunkel, aber wir brauchen ja sowieso nur diesen Bildschirm hier. Mehr brauchen wir ja nicht. Okay, warte mal. Erstmal kommt das Umskillen dran. Das bedeutet, ich hau mir einmal das Elixier des Vergessens rein. Ja, und dann geht hier alles auf handwerkliches Geschick drauf, Leute. So viele Level auf handwerkliches Geschick. So. Und dann wollen wir mal gucken, was genau da nämlich dann rauskommt. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt wirklich alle 20 Sättel nämlich dann herstellen kann und dass mir nicht noch irgendeine Ressource fehlt, Leute. Weil wenn mir dann jetzt noch irgendetwas fehlt, dann kriege ich echt einen zu viel. So, okay, dann hauen wir uns noch das Fossal Chili rein. Dankeschön. So, dann wollen wir noch mal gucken. Jetzt werden wir nämlich hier, sage die Bumm, erstmal gucken, was genau hier dabei rumkommt für einen Dingsbums. Ja, also wir haben momentan 162,4. Da müsste eigentlich einiges höher jetzt rauskommen. Und jetzt kommt 352. Ja, leck mich fertig. Okay, Leute. Ich mache mal schnell hier 20 Sättel fertig. Ja, das kann einen kleinen Moment dauern. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Also, Leute, die Sättel sind ready. Sehr schön. Okay, das heißt, ich kann die mir nämlich jetzt hier alle schnappen. Und kann die nämlich dann auf die Megaterien draufziehen. Yes. So, weil hier sind nämlich die ersten Megaterien fertig, beziehungsweise die sind hier alle fertig, die sind fertig ausgewachsen. So, das bedeutet, ich werde mich jetzt hergehen und werde die nämlich mal schön alle hier in einer Reihe nämlich hinstellen, damit ich die mich dann gleich auch passend versorgen kann. Weil diese Megaterien, die werden natürlich jetzt ausgestattet mit dem Sattel, das ist klar, die kriegen jetzt alle einen Sattel verpasst.
Dann werden die alle hier schön in Reihe und Glied hingestellt. Und dann bekommen die noch den Level-Trank, bekommen sie dann noch. Die bekommen dann noch, Mammut, du bist im Weg, du musst mal zur Seite. Die bekommen dann noch einen Tracker verpasst. Die bekommen alle noch eine Bezeichnung, damit ich dann weiß, welcher ist. Ne? Das heißt 1 bis 20. Ja, die heißen nämlich dann alle Mega 1 bis 20. So, okay. Warte mal, ich muss doch mal hier den ganzen Scheiß rausschmeißen, den ich noch im Inventar habe. So, okay. Seht ihr, schön alle in einer Reihe aufgestellt. So, sehr hübsch, sehr hübsch. So, da kann sich die Brutmutter schon mal warm anziehen. Weil mit diesen Sätteln, Leute, mit diesen Sätteln wird die Brutmutter nicht besonders viel ausrichten können. Das heißt, die haben einen wahnsinnigen Rüstungsschutz jetzt, was richtig cool ist. So, pass auf, hier, du auch. So, und dann kann ich mich auch noch die aus der Soul nämlich dann rausholen. Kann die nämlich dann auch versorgen mit den passenden Sätteln. Leute, und dann brauche ich nur noch die ganzen Sachen für die Brutmutter. Ja, die werden wir nämlich dann natürlich dann auch sammeln gehen. Und Leute, dann wird es vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber in der übernächsten Folge, Leute. In der übernächsten Folge heißt es mich dann Ready to Fight gegen die Brutmutter. So, und da habe ich mich die schon mal erledigt. Ne? So. Und dann kann ich mich auch schon gleich anfangen und damit beginnen, nämlich das Tech-Terminal nämlich zu füllen. Haha, habe ich mich schon die erste Trophäe. Das wird geil, Leute. Das wird richtig geil. Freue ich mich tierisch drauf. Dann geht es mich hier auch endlich mal voran. So. Okay, seht ihr? Alle hier schön in Reihe und Glied. Perfekt. Oh, was eine schöne Armee, Leute. Was eine schöne Armee. Ich bin auch am Überlegen. Vielleicht nehme ich auch nicht ganz so viele mit rein. Vielleicht nehme ich auch nur 10 Megaterien mit rein. Weil die sind ja so schon sehr stark. Ja. Ja, vielleicht mache ich das so. Ich mache vielleicht den Bossfight einfach nur mit 10 Megaterien. Sollte vielleicht reichen, ist auch ein bisschen übersichtlicher. So. Warte, warte. Dann muss alles hier ordentlich stehen, ordentlich sitzen. Ja, perfekt. So, 2 Stück haben wir noch. Das ist perfekt, das ist perfekt. Ich freue mich gerade, ich freue mich gerade. Ne, 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 ne. So. Alles klärchen, pass auf. Und jetzt noch der letzte. Tada! Und Leute, was bin ich froh, wenn ich wieder die Tech-Rüstung habe. Ja, in meinen Livestreams, wo ich mit dem Bernd zusammen spiele, haben wir ja schon die Tech-Rüstung. Ja, ich meine, da sind wir ja auch schon ein bisschen weiter. Aber die Tech-Rüstung, die macht halt Laune, ne? Vor allem kannst du da auch die geilen Skins draufziehen. So, perfekt. Guck hier. So muss das aussehen, Leute. Perfekt. Rennen, Leute! So, okay. Jetzt folgendes. Ich würde tatsächlich auch jetzt hergehen und würde schon gleich die Tracker vorbereiten, damit sie alle den Tracker haben. Das Problem ist, dafür brauche ich den alten Fabrikator, also den Vanilla. Das funktioniert nur im Vanilla. So, pass auf. Hier, zack, bumm. Den stelle ich dann einfach hier hin, Leute. Da, guck hier. So, zack, sehr schön. So, und dann brauche ich Filet, Leute. Ich brauche Filet. So, war das gegrilltes Filet? Es war, glaube ich, gegrilltes Filet, ne? So, pass mal auf. Ich nehme jetzt hierher, Konsumgüter, Fleisch, das hier. So, pass mal auf, wie viel machen wir da? Ich mache einfach mal so prophylaktisch, mache ich einfach mal hier so 500 Stück, ja? Lass mir durchlaufen. So, wird einen kleinen Moment dauern, Leute. Es geht sofort weiter. Also, so wie es aussieht, habe ich auf jeden Fall genug zusammen, dass ich jetzt hier 20 Stück machen kann. Warum macht er jetzt mehr als das? Ich habe hier um 20 eingegeben und er macht mir mehr als das. Egal. Okay, dann habe ich halt ein bisschen Vorrat. Ist nicht schlimm. Auf jeden Fall bereiten jetzt hier, also werden die Tracker vorbereitet. Sehr schön. Und ich habe mir jetzt mal fest vorgenommen, ich gehe jetzt mal in die Grinderbox, weil das Problem ist, ich muss mal das ganze Zeug hier aus meinem Inventar rauskriegen, was hier nicht reingehört. Mann, 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 was ich hier alles mit mir rumschleppe, du. 163, dann schmeiße ich die alte weg. So. 173 ist nämlich da auf jeden Fall besser. 133 schmeiße ich raus. Das hier schmeiße ich auf jeden Fall raus. Das kann hier auch raus. Das kann hier raus. Das brauche ich alles nicht. So, okay. Das hier ist natürlich cool. Das hier kann weg. Das hier kann weg. Das kann weg. 643. Ja, Lego Mio. Ey, die Sachen lasse ich aber auf jeden Fall mal hier drinne, du. So, sehr schön. Okay. Dann habe ich hier noch die Metallstrukturen. Die können auch raus. Das kann raus. Das kann raus. Das hier kann auch raus. Das braucht auch kein Mensch. So, sehr schön. Okay. Und dann habe ich hier noch die anderen Sachen, die werden nämlich dann noch verräumt. Pass mal auf. Und zwar gehe ich nämlich jetzt hier rüber an den Kühlschrank und da tue ich nämlich mal gerade
das, was ich gesehen habe, das hier und das hier rein. Ja, dann ist das nämlich auch schon mal safe. Warte mal, das Harz, das kann ich hier direkt rausschmeißen. Das Gammelfleisch kann ich direkt rausschmeißen. Dann wird das nämlich, glaube ich, auch schon ordentlich verräumt. So, perfekt. Jetzt habe ich schon wieder Mist gebaut. Ja, dankeschön. Okay. Jetzt lübt die Sache. So, jetzt gucken wir mal, wie weit die Tracker sind, damit wir die Tracker nämlich dann reinballern können. So, pass mal auf. Okay, okay. Komm, dann tun wir die Warteschlange hier auflösen. Ja, dankeschön. So, das schmeißen wir raus, damit es haltbar bleibt. So, und dann tun wir den nämlich wieder weg, damit er nämlich hier nicht im Weg rumsteht. So, den packen wir nämlich hier wieder mit rein. So, dann ist er nämlich wieder schön ordentlich aufgeräumt. Dankeschön. So, Leute, und jetzt bekommen nämlich die Megaterien ihre Tracker. Pass auf. So, das wird mich jetzt richtig hübsch. So, zack. Lupp. Zack. Und lupp. So sind nämlich dann auf jeden Fall schon mal alle ausgestattet mit dem Tracker. Ja, das heißt, falls mir einer verloren geht, ja, aus unerklärlichen Gründen, kann ich mich dann hergehen und kann ihn wieder rufen. Und das ist mich das Coole dabei. Genauso kann ich sie nämlich dann auch zum Bossfight rufen. Beziehungsweise brauche ich ja eigentlich gar nicht, weil ich habe sie ja sowieso in den Kugeln drin, also in den Souls. Ich habe sie ja in den Souls. Und jetzt habe ich wieder nicht überlegt, Leute, weil tatsächlich habe ich ja nur 10. Ich habe gesagt, ich nehme nur 10 mit. Ich habe 20 Tracker hergestellt und dabei nehme ich doch nur 10 mit. Egal, habe ich Vorrat, Leute. Ist egal, da habe ich Vorrat. So, seht ihr? Sieht gut aus. Damit steht hier diese Armee. Jetzt bräuchte ich dann nur noch die Level Potion und die Healing Potion und dann wäre alles wieder im Budde. Dann muss ich mal gucken, was ich dafür brauche. Also das hier ist die Level Potion. Da brauche ich Elixier des Vergessens. Holy shit. Das heißt, das brauche ich 10-mal. 10-mal brauche ich das Elixier des Vergessens. Ho, wow, 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 wow. Okay. Mal gucken, ob ich das jetzt so zusammenbekomme. Pass mal auf. Das heißt, warte mal. Das heißt, ich bräuchte hier auf jeden Fall noch gegrilltes Filet, weil er wollte ja gegrilltes Filet dafür haben, richtig? Pass mal auf, ich schmeiß das mal hier rüber. So, Konsumgüter, hergestellte Nahrung. Wie viel willst du denn dafür haben? Du willst 24 Stück für eins haben. Okay, ich bräuchte es 20 Mal. 20 Mal bedeutet 240, wären 480. 480, richtig? Richtig, oder? Wenn nicht, entschuldigt. Das ist schnelles Kopfrechnen jetzt gewesen. So, ich versuche hier nochmal 500 durchzuhauen. Ja, so, sehr schön. Lassen wir das hier nochmal ordentlich arbeiten und dann gucke ich nämlich schon mal, ob ich nämlich das andere Zeug habe. So, warte mal, Konsumgüter. Hergestellte Nahrung. Was wolltest du noch dafür haben? Du wolltest dann noch haben Narkosemittel und das nicht zu knapp. Das nicht zu knapp. Aber warte mal, ich glaube, ich habe jetzt hier... wo ist denn hier das ganze Gammelfleisch hin, Leute? Wo ist denn das ganze Gammelfleisch hin? Ist das vergammelt? Ist das Gammelfleisch vergammelt? Ah, herrlich. Okay, warte mal. Ich guck mal hier. So, warte mal. Warte mal. Fleisch? Verdorbenes Fleisch. So heißt das. Oh, Leute. Ganz, ganz, ganz. Holy. Holy. Das ist aber wirklich wenig, du. Okay, dann muss ich da auch erstmal vorproduzieren lassen. Nein, das gibt's ja nicht, du. Das gibt's ja nicht. Okay. Ja, Leute, dann muss ich das wirklich erstmal hier vorproduzieren lassen, weil ansonsten macht es nämlich vorher überhaupt keinen Sinn. Ach, herrlich. Es ist immer wieder herrlich, Leute. Es ist immer wieder herrlich. Okay, ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Das hier hole ich schon mal raus. Das schmeiße ich schon mal hier drüben rein. So, pass auf. Zack, rein damit. Okay. Eieieiei. Ich habe mir das jetzt einfacher vorgestellt. Ich habe es mir einfacher vorgestellt. So, warte mal. Na, Kubären. Da sind sie. So, da habe ich auf jeden Fall ordentlich was auf Lager. Ich würde jetzt erstmal nur 1000 hier reintun, um zu gucken, wie viel dabei rumkommt. Narkosemittel sollte ich vielleicht auch noch lernen. Warte mal. Narkosemittel. Da, dankeschön. Weil nach dem Skillen muss ich ja hergehen und muss mich immer wieder neu... Na, sag schon. Sag schon. Muss ich einmal wieder hergehen und muss meine Engramme immer wieder neu lernen. So, warte mal. Warte mal. Hier. Nehmen wir die hier schon mal mit und dann gucken wir mal, wie viel wir da rumbekommen. So. Das ist immer wieder herrlich, Leute. Ich sollte mal wirklich auf Vorrat produzieren. Ja, damit ich wirklich alles da habe.
Ne? Okay, ich mache hier mal ganz kurz Vorbereitungen, weil das könnte jetzt echt stinklangweilig werden, Leute. Und dann hole ich euch da gleich wieder mit dazu. Ich mache das hier nochmal ganz schnell fertig. So, das sind dann die letzten zwei, die mir noch fehlen. Ja, und dann sollte ich normalerweise die Tränke machen können. Und dann brauche ich ja noch die Health Potion. Da muss ich dann gleich auch nochmal gucken, was ich dafür brauche. Aber jetzt mache ich erstmal schnell die zwei Level, also die 10 Level Potions erstmal fertig. So, pass auf, das jetzt hier rein. So, seltene Blume, seltener Pilz habe ich auf jeden Fall. So, davon machen wir jetzt 10 Stück. Flupp. Und gib ihm. So, okay, was brauche ich für die Dino Health Potion? Da brauche ich gegrilltes Filet, rohes Filet und Stimulantien. Okay, das wird das kleinere Übel werden, Leute. Das wird definitiv das kleinere Übel. Okay, Stimulantien würde ich jetzt mal hier eingeben. 100. So, lasse ich den nämlich jetzt erstmal hier durchlaufen. Dann brauche ich Filet und gegrilltes Filet. Da schauen wir jetzt mal gerade, Leute. Da ist gegrilltes Filet. So, da ist auch noch gegrilltes Filet übrig. Jetzt schaue ich mal hier. Fleisch, 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 Fleisch. Sieht mau aus. Wahrscheinlich draußen im Futtertrog, ne? Draußen im Futtertrog oder in der Dedicated Storage. Also in der Storage Box Station meine ich natürlich. In der Storage Box Station. Pass mal auf. Gucken wir mal schnell hier rein. Wahrscheinlich hatte das nämlich auch noch nicht falsch. Da, das ist die richtige. Pass mal auf. Hier, seht ihr? Da ist nämlich rohe Filet. Und hier ist auch noch gegrilltes Filet. Lecco mio, ey, was hier alles drin rummacht. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir hier hinten durch. Jetzt gehen wir hier nochmal dran. So, pass mal auf. Schmeißen wir das hier mal hier rein. So, und dann brauchen wir nur noch die Stimulantien und dann läuft die Sache. Pass auf. Dankeschön. So, jetzt gucken wir mal, wie viele wir davon hinbekommen. So, zack. Und dann gib ihm. Die andere ist aber noch nicht fertig. Okay, da müssen wir erstmal kurz warten, Leute. Da müssen wir erstmal kurz warten. So, wie viele laufen noch? Sind noch 3 Stück, okay. Wie gesagt, ich habe ja jetzt die Megatellen hier draußen alle stehen. Tracker ist drinne, die kriegen dann alle noch einen Namen. Das mit dem Namen, das kann ich dann einfach offscreen machen. Das ist nicht das Problem. Mir geht es einfach nur darum, dass ich hier auf jeden Fall alles soweit fertig vorbereitet habe in der Folge. Damit nämlich dann die Megaterien einsatzbereit sind. Weil ich will mich dann den Bossplatz vorbereiten. Ich will noch die fehlenden Sachen holen, die dafür gebraucht werden. Das heißt, in der nächsten Folge sind wir auf jeden Fall unterwegs, holen vielleicht noch fehlende Artefakte, die fehlenden Tribute, ja, so dass wir den Mega, also die Brutmutter auf Alpha, also auf Gamma, Beta und Alpha machen können. Weil ich will alle 3 Bossfights machen. Ja, ich will ja gucken, wie die Megaterien dabei abschneiden. Wie gesagt, ich nehme nur 10 Stück mit. Ja, bin ich mal gespannt. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, seltene Blume. Brauchen wir hier auch wieder 10 Stück. Pass auf. Flop. Und dann kriege ich nur 8 hin. Warum kriege ich nur 8 hin? Habe ich von irgendwas zu wenig? Wahrscheinlich vom Filet, ne? Ich habe vom Filet zu wenig, ne? Oh, scheiße. Ich habe vom Filet zu wenig, Leute. Das jibbet ja nicht, du. Okay, alles klar, ist kein Problem. Muss ich mal ganz schnell gucken, wo ich Filet hinbekomme. Ich meine, genügend Prontos gibt es ja. Zum Glück, zum Glück. So, das bedeutet, ich schaue hier nochmal ganz schnell, ob hier vielleicht irgendwelche Prontos nämlich dann respawned sind. Müsste eigentlich wieder welche geben, pass auf. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Hallo, Prontos, seid ihr wieder da? Im Moment anscheinend nicht, so wie es aussieht. Ich suche mir mal schnell welche. So, Leute, jetzt habe ich mehr als genügend Filet zusammenbekommen, weil ich war nochmal auf der Pflanzenfresserinsel. Da waren ein paar Stegos gewesen, da waren ein paar Prontos mit Babys zusammen. Und da habe ich jetzt ordentlich Filet abgeräumt. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir nämlich hierher und hier 430 Filet, Leute. 430 Filet, das sollte auf jeden Fall ausreichen, um diese Lücke zu füllen. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir nämlich hierher, schmeißen das hier rein. So, wie viele haben mir jetzt noch gefehlt? 2 Stück haben mir noch gefehlt, ne? Die sollten wir jetzt eigentlich dann hinbekommen. So, pass auf hier. Jawohl, Leute. Lübt. Es lübt. Haha. So, das bedeutet, ich level jetzt noch ganz schnell die Megaterien. So, pass auf. Da gehe ich nämlich jetzt immer her. So, dann mache ich mal erstmal den rein und den rein. So, dann machen wir erstmal diesen hier. Flupp, seht ihr? Und dann kann ich mich hier gleich nämlich ordentlich leveln. So, wie viel werde ich dann machen? Ich mache auf 75.000, würde ich sagen. So, das war eins zu viel. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung! So, Ausdauer wird er nicht viel brauchen. Dann brauche er auf jeden Fall ordentlich was auf Gewicht drauf. Ja. Ordentlich auf Gewicht. So, natürlich brauche ich auch Nahkampfschaden. Nahkampfschaden mache ich nicht zu viel. Ich würde sagen, 8.000 reichen. 8.000 werden auf jeden Fall reichen. So, und dann mache ich noch, ja, den Rest.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung kommt immer gut. So, okay, warte mal. 80.000, das reicht auf jeden Fall. Komm, dann machen wir den Rest jetzt hier. Machen wir hier nochmal hier so auf 9.000 und den Rest hauen wir einfach auf Ausdauer drauf. Ist egal. So, seht ihr, und so in etwa machen wir das so, dass die alle auf diese Weise gelevelt sind. Ne? So, pass auf. Geht gleich weiter mit dem nächsten, Leute. Ich mache das hier mal schnell fertig, ja. Und dann bin ich auf jeden Fall gleich wieder bei euch. Oh, scheiße, das war ein Fehler. Fail, fail. So, so wollte ich das nämlich machen, genau. So, Leute, wie gesagt, ich mache das mal schnell. Ich bin jetzt hier beim letzten angekommen und ich hab da jetzt so ein bisschen den Dreh raus, was ich mache. Wie gesagt, Leben mache ich bei allen so auf 80.000. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. So, Nahkampf mache ich alle auf 8.000. Das sollte auf jeden Fall auch ausreichen. Wie gesagt, es wird dann bei der Alpha-Brutmutter wirklich interessant werden, um zu sehen, wie viel die jetzt aushalten. So, und den Rest habe ich mir gedacht gehabt, tue ich einfach aufteilen zwischen Gewicht und Ausdauer. Deswegen, das ist auf jeden Fall die einfachste Möglichkeit jetzt gewesen. So, das heißt, ich habe das dann nämlich jetzt hier so draufgelegt. So, pass auf, zack, bumm. Und damit sind die fertig. Ja, das heißt, die sind alle aufgelevelt. Das heißt, die haben alle ihren Sattel. Ja, die haben alle einen Tracker. Das heißt, lübt alles. Es lübt. So, von mir bekommen die jetzt gleich noch offscreen auf jeden Fall noch die Namen. Das heißt, Mega 1 bis 10 werden die dann heißen, damit ich es auch in der Fernbedienung so finde. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall dann die Tretbude und die Artefakte holen, die uns fehlen für die Brutmutter. Das wird auf jeden Fall ein Riesenspaß werden. So, Leute, jetzt ist aber diese Folge hier am Ende. Das machen wir weg. Dankeschön. Ihr seht jetzt hier an der Seite noch ein weiteres Video plus die Playlist und die Verlinkung zu meinem Hauptchannel, wo ich regelmäßig streame, genauso wie auf Twitch. Schaut gerne vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen und ich bin damit raus. Ciao.